Eldruin wird das dämonische Siegel zerstören, das dieses Tor beschützt. Zu den begehrtesten Streitern der Dämonenfürsten, da er dank seiner enormen Größe und Stärke jede Schlacht zu ihren Gunsten wenden kann. Ich wünschte, ich wüsste mehr über ihn, aber leider sind alle, die ihn bisher zu Gesicht bekommen haben, tot. Ich komme mit dringenden Neuigkeiten. Lea hatte eine weitere Vision. Eine Vision von verzerrten dämonischen Türmen und riesigen, widerlichen Herzen, die in ihrem Inneren schlagen. Ich weiß von ihnen. Das sind die Sündenherzen. Asmodan muss sie aus den Tiefen seines Reiches hervorgeholt haben, um seine Legionen zu stärken. Sie werden nicht mehr lange schlagen. Asmodan ist nahe. Ich kann seine Verzweiflung spüren. Welch übles Kriegsgerät seine Armee auch immer einsetzen mag, es wird nicht ausreichen, ihn vor mir zu schützen. Meiner Spielzeuge getötet. Nun habt ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich kann den Ton dieses Frauenzimmers nicht leiden.
ihr euch gerade in den brennenden Höllen hingebt. Aber reißt euch los davon und bringt eure Töchter mit. Seht euch vor. Der Feind ist ebenso listig wie stark. Doch die Sterblichen waren immer schon leichte Beute für euch, nicht wahr? Euer Tod naht. Ist eurer überdrüssig. Fürchtet nicht das Ende. Nach euch.
bösartige Leiche. Die Welt ist eurer überdrüssig.
Kreislaufs. Euer Grab ruft nach euch. Stadt zurück. Ich kann nicht glauben, dass wir noch am Leben sind. Ich habe ein paar interessante und wertvolle Dinge gefunden. Seht sie euch ruhig mal an. Thank you.
Die armen Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Ich labe mich an ihrer Qual, ihrer ewigen Pein. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Euer Grab ruft nach euch. Oh, ihr habt meine Töchter kennengelernt, wie ich sehe. Genießt ihr ihre Gesellschaft? Familie schon vor langer Zeit verlassen, um mit meiner Ausbildung zu beginnen. Da
Das kann ich nachvollziehen, mein Freund. Eure Anwesenheit gefällt mir. Jeder Schritt bringt euch mir näher. Teil des Kreislaufs. Euch auf einen langen Kampf gefasst.
All der Schmerz und das Leid, das ihr aushalten müsst. Ihr müsst darauf brennen, mich zu sehen. Ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie. Fleisch, süße Musik. Geht dieser vermaledeite Turm? Oh, ihr seid so eifrig. Ich denke, ich sollte mich hier vorstellen. Ich bin Sydia, Gebieterin der Lust, Asimbans Gemahlin. Oh, wie belebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Eure Schmerzen schreien. Ich kann spüren, wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr büßen. Zurückkehren.
habe ein paar interessante und wertvolle Dinge gefunden. Seht sie euch ruhig mal an. Ich kann nicht glauben, dass er... Seid vorsichtig da. Tretet den verdammten Dämonen ordentlich in den Arsch. Baron! Ich hab gehört, wie Hauptmann Hell das gesagt hat. Ihr habt es fast geschafft. Nur noch Asmodan wartet dort draußen auf euch. Was wollt ihr nach seinem Tod tun? Noch ist es nicht so weit. Ihr seid zu bescheiden. Ich habe gesehen, wie gut ihr mit Belial fertig geworden seid. Und Asmodans Armee habt ihr bereits geschlagen. Also, wie viel Ärger könnte er euch noch machen? Ich sage euch, wie ich das sehe. Nach Asmodans Tod kommt ihr zu mir, dann begeben wir uns auf ein großes Abenteuer. Nur ihr und Shen. Frei wie der Wind und mit der Straße vor uns. Die Priester von Radma wären nicht so nachsichtig wie ich gegenüber euren Launen, alter Mann. Yeah.
dir. Euer Tod naht. Überdrüssig. Macht euch auf einen langen Kampf. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig! Sind Teil des Kreislaufs. Wir müssen tiefer und tiefer Fahrt naht. Meine Erkenntnis wächst.
Schwäche überkommt euch. Die Höllen selbst zu bekämpfen. Das hier ist alles, was ich je wollte. Dann stellen wir besser sicher, dass sich unser Ausflug auch lohnt. Mm-hmm.
Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Hütet eure Zunge, Dämon. Bei allem, was heilig ist, seht ihr. Thank you.
muss zurückkehren. Interessante und wertvolle Dinge gefunden. Seht sie euch ruhig mal an. Zu bezahlen, bleibt mir nichts als mein Fleisch und Blut. Kommt, die Gebieterin der Lust lauert dort unten. Cydea, die Gebieterin der Lust, hat uns mit ihren verdammten Versprechen gelockt. Ich werde nie vergessen, was sie mich tun ließ. Eine monströse Kreatur!
Es tut mir leid, Freund, aber wenn ich noch länger hier bleibe, werde ich durchdrehen. Wenn ihr mein Spielzeug wegnehmt, werdet ihr dann seinen Platz einnehmen? Habe ich mich gefreut. Oh, fällt euch das? Ich dachte, wir verstehen uns. Asmodan steht zwar all seinen Leutnants nah, aber an Sydea liegt ihm besonders viel. Die Gebieterin der Lust ist ebenso schön wie grotesk. Sie hat den Oberkörper einer Frau und die Beine einer Spinne. Ihre Stimme soll weich wie Honig sein, doch sie spricht nur Worte des Todes. Asmodan wird uns nicht entwischen.